Hallo liebe Hausbauhelden, herzlich willkommen zur heutigen Roomtour. Wir haben wieder ein spannendes Bauprojekt für euch, nämlich diese schwarze Schönheit hier hinter mir. Dieses Betonhaus steht auf einem schwierigen Grundstück, weil es ist eine Hanglage und es ist sehr schmal, dafür sehr lang. Innen drin haben wir spannende Themen wie Sichtbeton und Sichtestrich verbaut. Wir besuchen heute Lasse, den Bauherrn, und Christian, er ist der Architekt von diesem Haus. Wir gehen mal rein. Hallo. Hallo, herzlich willkommen in unserem Betonhaus. Ich bin Lasse, der Bauherr, und heute ist auch Christian dabei, mein Architekt. Hallo. Hallo. Kommt rein. Gerne, danke schön. Wir starten einfach im unteren Geschoss, wo wir ankommen. Jetzt durch das Haus, da wir am Hang gelegen sind, ist es natürlich so, dass jetzt ist eigentlich dieses klassische Untergeschoss von einem Haus, wo auf der flachen grünen Wiese man so kennt, es hier eben nicht gibt, sondern in den vorderen Bereichen, wo ich eben noch Belichtung habe, habe ich die Kinderzimmer, Gästezimmer, Arbeitszimmer, je nach Nutzung. Habe im rückwärtigen Teil in den Hang eingelassen die ganzen dienenden Bereiche, Haustechnik, Keller, Hauswirtschaftsraum. Komme dann in das Geschoss, wo wir uns gerade befinden, habe hier einen komplett offenen Grundriss mit dem Wohn-, Ess-, Kochbereich. Und habe dann über uns eingesetzt, eingehängt noch das bis ins Dach befindliche, den Elternschlafbereich mit den zugehörigen Räumen wie Ankleide und Bad. Drei Dinge stechen hier besonders heraus. Es ist schwarz, es ist Sichtbeton und Sichtestrich. Frage an dich, Lasse, waren das die Elemente, die geplant waren und die ihr euch vorgestellt habt? Wir wollten gerne ein bisschen außergewöhnlich bauen, weil wir auch sehr Architektur mögen, und wir hatten schon immer im Kopf, ein bisschen mit eben Sichtbeton und Sichtestrich zu arbeiten, und auch schwarz mögen wir ganz gerne in Verbindung mit dem Beton. Das war schon ein Ziel, und auch sehr, sehr offen die Räume zu haben und mit viel Licht auch von außen reinzubringen. Thema Sichtestrich. Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Wie kam die Inspiration? Habt ihr es euch irgendwo abgeguckt? Habt ihr es im Internet gesehen oder wie ist das gelaufen? Wir haben Internet gesehen, ein gutes Stichwort. Wir haben auch zu Beginn, wo wir mit Christian zusammengearbeitet haben, auch so einen Pinterest-Account gehabt, wo wir dann markiert haben, was finden wir schön. Und natürlich haben wir uns auch ein bisschen mit Architektur beschäftigt und fanden das immer ganz, ganz cool, den Gedanken, mit dem Sichtestrich zu arbeiten. Kommt aber vielleicht auch zum Teil durch Paulina, weil die im Fashion-Bereich arbeitet, und da gibt es halt auch oft eben diese Showrooms, wo dann alles ausgestellt wird. Wird auch immer sehr viel mit Sichtestrich gearbeitet, auch in den natürlich kleinen Boutiquen und so weiter. Und wir finden es einfach schön, und so kam der Gedanke. Was gibt es denn aus architektonischer Sicht bei Sichtästhetik zu beachten? Das Wichtigste ist hier, dass man aufs Handwerk schaut. Es ist kein Produkt, das ich von der Stange weg kaufe und dann kann das jeder, sondern am Ende hängt es sehr stark davon ab, dass ich mir den Handwerksbetrieb anschaue und gucke, was kann der erzeugen. Es ist unkonventioneller entstanden, weil es wirklich der Estrich pur eingebaut ist, händisch eingebracht. Also so, wie man es klassisch von früher kennt, ein Zementestrich, der dann eigentlich nur noch hydrophobiert wurde. Ja. Also einen Anstrich bekommt, sodass, wenn Flüssigkeiten austreten, da eigentlich nichts mehr in den Estrich einziehen kann. Das Tolle daran ist, weil der händisch gemischt wurde, ist der sehr stimmig zu dem restlichen Ortbeton, also vom Rohbau, was ich nicht immer so hinbekomme, je nach Estrichart. Wenn man sich das hier anschaut, ist das natürlich ein sehr stimmiges Gesamtkonzept. Ist aber dafür natürlich etwas rauer, rougher. Ich denke, das ist nicht für jedermanns Sache. Man sollte sich das anschauen vorher. Das war auch sehr, sehr schwer,
jemanden zu finden nachher. Viele lehnen es im ersten Schritt ab. Also nee, machen wir nicht. Bei Privatleuten machen wir keinen Sichtestrich. Und darum sind wir da immer extra hingefahren, um denen zu erklären, wir wissen, das wird keine homogene Fläche. Da werden vielleicht auch kleine Macken kommen. Vielleicht kommt auch ein kleiner Riss. Aber das wollen wir, das macht nichts. Und das war dann auch, glaube ich, wichtiger, dass wir als Bauherren dahin gefahren sind, weil ein Architekt kann dann immer viel erzählen, sagen die dann. Nachher sind wirjenigen, die da drin leben und nachher uns beschweren. Und da haben die halt viel negative Erfahrung gesammelt. Aber als wir denen klar gemacht haben, genau so wollen wir den Boden, hat das dann auch geklappt. Ja. Es ist halt was anderes, ob ich einen Estrich einbaue und dann nachher später beleg oder ob eben das Produkt, das eingebaut ist, nachher das ist, was sichtbar ist. Ja. Also ich sehe hier nun mal jede Macke, die halt die Folgehandwerker hier aufbringen. Das heißt, der Estrich muss länger ruhen, er muss dann geschützt werden. Ich denke, das ist das, was sicher der Grund ist, wo die Firmen dann Angst haben auch davor. Ich kann nicht nachbessern. Es kann nun mal auch aus Spannungen ein Riss in einem Estrich entstehen. Ich denke, sowas muss ich tolerieren. Es ist ein handwerkliches Produkt, ein Unikat. So, aber dafür habe ich auch einen Boden, den sonst so niemand anders hat. Thema Sicht Beton. Vielleicht erst Christian, was gibt es da aus baulicher Sicht zu beachten, wenn man sich dafür entscheiden sollte? Wichtig ist, dass ich einen Partner habe, der das Thema Sichtbeton auch bauen kann und umsetzen kann. Ich denke, auf den Rohbauer sollte man da natürlich ein Hauptaugenmerk setzen, dass der sowas auch kann. Und dann gibt es natürlich eine gewisse Vorplanung. Also ich muss bis hin zu den ganzen Fugenbildern, Schalungsstöße, Bauteile, die wir integrieren, wie die leuchten. An solche Dinge muss ich natürlich zu einem viel früheren Prozess oder viel früheren Punkt im Prozess, im Planungsprozess denken. Damit ich dann auch das Ergebnis, das wir jetzt heute hier sehen, zustande bekomme. Und ich muss auf den Punkt arbeiten. Also ich habe halt wenig Möglichkeiten nachzubessern. Das heißt, eine Steckdose, die falsch gesetzt ist, wobei wir hier in dem Haus eigentlich die Vorgabe hatten, keine Dosen, nichts in Sichtbeton zu setzen, leuchten, alles, was nicht an der richtigen Stelle ist, ich bekomme es nachträglich eben nicht mehr an Ort und Stelle. Wie bekomme ich denn jetzt Leuchten in eine Sichtbetondecke? Am Ende gibt es dafür spezielle Hersteller, die spezielle Einbaudosen für Sichtbeton, für Ortbeton herstellen, die muss ich im Betonierprozess schon mit einbauen, sodass ich am Ende eben möglichst wenig von der Leuchte sehe, also von dem Einbaukörper, wie zum Beispiel jetzt hier die Kabelauslässe oder auch die Leuchten, die wie von Zauberhand in die Decke gedreht sind. Lasse, wie lebt sich denn jetzt so in und um Sichtbeton? Wie sieht es aus zum Beispiel mit Hall? Wie fühlt es sich an? Ein bisschen ist es auf jeden Fall so. Das haben wir natürlich versucht. Gleich am Anfang, wo wir eingezogen haben, war es natürlich schon ein bisschen doller, wenn nachher ein Teppich reinkommt, Möbel reinkommen. Das schluckt dann schon viel Hall und ich finde, es geht. Manche sagen, vielleicht ein bisschen hört man es noch, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst. Beton ist ja immer ein bisschen kühl, muss man ja schon sagen, wenn man sich so anguckt. Hätte man es jetzt überall, dann kann man wirklich sagen, gut, es ist dann sehr kühl hier im Haus. Wir mixen das natürlich viel, auch mit warmen Farben, also auch die Wände, auch hier im Raum, auch teilweise Decke. Haben wir auch einen Farbton gewählt, das ist jetzt kein strahlendes Weiß, sondern ein bisschen wärmeres Weiß. Und wir haben natürlich auch bei den sehr neutralen Tönen bei unseren Möbeln verwendet und auch dort warme Farben wieder reingebracht. Zum Gestalterischen nochmal. Also wir haben einen großen Raum hier eigentlich, wir hatten es eingangs gesagt. Trotzdem haben wir drei belebte Räume. Wir haben einmal das Esszimmer, wir haben eine Küche und wir haben ein Wohnzimmer. Und das wirkt auch irgendwie getrennt, obwohl alles in einem ist. Was steckt da architektonisch dahinter? Ja, am Ende ist es durch ein paar gestalterische räumliche Kniffe natürlich so, dass ich zoniere, ja, und dass natürlich die Funktionen, wie du sagtest, mit Essen, Kochen und Wohnen, jedes seinen eigenen Bereich findet. Ja. Das sieht man hier ganz schön, dass natürlich der Kochbereich eben durch den
Einschub der Treppe und aber auch hinter uns Küchenmöbel, wo dahinter noch Funktionen, zwei Räume angeordnet sind, die den Raum eben zonieren, etwas einengen in der Mitte und er sich dann eben in die beiden Richtungen öffnet. Gestalterisch ist es so gedacht, dass ich in das Volumen des Gebäudes oben eingestellt eben diesen privateren Bereich des Schlafens, des Elternschlafzimmers, Ankleide, Bad, also dienende Funktionen hier eingestellt habe. Besonderheit dabei ist natürlich, dass sich die Deckenfläche in eine schräge Wand mit gleichem Schalbild weiterentwickelt. Also der First ist nach hinten versetzt, klappt etwas nach oben, hat eine andere Dachschräge und so hat man das eigentlich ganz schön geschafft, dass ich in ein Volumen hier, dieses Volumen des Schlafzimmers oben mit eingebaut habe. Das Ganze wird dann eben hier in dem Punkt durch die Beleuchtung unterstützt, das Leuchten bewusst gesetzt sind, die dann eben die schräge Wand entlang strahlen und eben so dieses Betonbauteil noch in Szene setzen. Jetzt haben wir das Schlafzimmer angesprochen, jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir noch das eine Stockwerk hoch. Von unten wieder aufzugreifen, kann man hier eigentlich das auch noch mal ganz schön verdeutlichen mit der Dachform. Wir haben, und der Draufpunkt hinten ist höher als vorne, hängt einfach mit der Hangneigung, mit der Situation auch aus der Nachbarschaft zusammen. Ich bin zwar unterm Dach, im Dachgeschoss, habe aber gar nicht den Eindruck. Ja. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ich natürlich hinten raus ins Grüne die große Glasfront wieder habe, also was ich jetzt in einem Schlafzimmer normalerweise so nicht erwarten würde. Und dann entwickelt sich natürlich der restliche Raum bis hoch ins Dach mit den Dachschrägen. Was mir natürlich da sofort auffällt, Bad und Ankleide, keine Türen drin lasse. Bleibt das so? Wir wollen hier speziell so zwei Lofttüren, nennen wir sie jetzt mal so diesen Loft-Industrie-Style, also so im Schwarz mit Glastüren sind es eigentlich, mit so Sprossen noch verbauen an beiden Seiten. Das haben wir ein bisschen geschoben, das Projekt. Ich würde gerne noch mit euch ins Badezimmer gucken. Sehr gern. Wir haben hier eine freistehende Badewanne drin, in ja nicht so einem ganz großen Raum. Wie ist es letztendlich so geworden, wie es jetzt ist? Ganz gutes Beispiel hier, um das mal zu verdeutlichen, wie sich so Dinge auch in einem Planungsprozess ändern können. Wir kamen hier im Rohbau in den Raum, Rohbau stand, Dach war drauf. Man hat erste Trockenbauwände eingebaut und dann eigentlich gemerkt, naja, das müsste so sein, wie wir es jetzt heute sehen. Ursprünglich war nämlich Folgendes geplant, aus dem Wunsch der Bauherren heraus von Lasse und Paulina, dann doch eine Toilette im Bad nicht mit im Raum zu haben, sondern eher abgetrennt. War ursprünglich eigentlich geplant, dass ich hier in Verlängerung der Dusche eine Wand eingezogen habe mit einer Tür, die Toilette separat habe. Und dann die freistehende Badewanne, die war ursprünglich als eine in einem Betonblock eingelassene Badewanne geplant, die dann hier direkt vor der Sichtbetonwand vorgebaut ist. Und man hat eigentlich gemerkt, dieser große Raum hier oben ist sehr schön, ja, und sollte nicht weiter unterteilt werden. Und so kam es dann auch zu der Lösung, wie wir sie heute sehen. Ihr konntet es ja schon ein bisschen einleben hier. War die Entscheidung gut und richtig? Doch, auf jeden Fall. Es macht den Raum größer, auch heller. Ich glaube, das wäre schon ein bisschen erdrückend nachher gewesen. Wir haben auch, wo wir auch diese besprochen haben, im Sanitär und durchgegangen sind, was wir auch noch gemacht haben, hier war ja nur noch nicht der Sichtestrich drin, sondern der normale Boden. Wir haben dann uns so Malkreide geholt, wie für die Kids, und haben eigentlich alles nach dem Plan nachgemalt. Ja, wo ist jetzt das Klo, wo sind jetzt die Wände? Und dann hat man auch geguckt, also weil es auf dem Plan wirkt es immer anders, als wenn man es dann real sieht. Und ich kann diese Art, sich das räumlich vorzustellen, nur unterstützen. Wir machen das, tun das auch immer öfters so animieren, dass man mal mit Kreppband oder Kreide sich das aufklebt oder malt, um es räumlich dann auch vorzustellen. Ist einfacher oft als dann nur am Plan. Was mir hier natürlich auffällt, wir sind in einem Bereich, wo es nass werden kann im Bad. Ihr habt hier auf Fliesen verzichtet. Es ist eine Wandfarbe und die Frage ist natürlich auch, Sichtestrich und Sichtbeton, funktioniert das, wenn es nass wird, oder muss das noch irgendwie gesondert behandelt werden?
Ja, stimmt. Wir haben hier hinter unserem Waschtisch überhaupt keine Fliesen. Ist aber eine spezielle Farbe, die wir hier verwendet haben. Sie ist wasserabweisend. Ich kann sie auch einfach abwischen. Das ist überhaupt kein Problem. Es spritzt ja öfter mal auf Wasser gegen. Oder kann auch mal Zahnpasta sein. Kann man einfach abwischen und ist überhaupt kein Problem. Ist aber auch eben eine spezielle Farbe für diesen Nassbereich. Wir müssen nicht unbedingt heutzutage überall Fliesen. Ich denke, es gibt einen einzigen Bereich, wo ich jetzt auf eine Fliese nicht verzichten würde. Das ist die Dusche. Wir haben den wunderbaren Sichtestrich. Den lassen wir hier auch ins Bad weiter einfließen. Der ist hydrophobiert, das heißt wasserabweisend. Wird dann eben noch kombiniert eben mit der schrägen Wand, die wir jetzt vorher von der anderen Seite aus gesehen haben, die ich hier oben eben in die andere Richtung auch wieder als Sichtbetonwand wahrnehmen kann. Oberfläche ist in dem Fall nicht behandelt, dadurch, dass ich jetzt wenn überhaupt Spritzwasser aus der Badewanne gegen den Beton habe. Der wird nass und trocknet dann aber auch wieder ab, also braucht da nicht unbedingt jetzt eine besondere Oberflächenbehandlung. Was nicht nur hier an den Armaturen auffällt, ihr habt vieles in Schwarz. Wir haben unten die Küche gesehen, ist ein schwarzer Block. Das hat ja einen besonderen Grund, weil ihr Haus ist ja auch von außen, von der Fassade her, komplett schwarz. Was man hier so sehr selten sieht. Ich würde mir das ganz gerne nochmal von außen anschauen. Eine große Glasfront, schwarze Farbe. Genau. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Ja, war schon ein kleiner Prozess. Es war auch mal kurz andere Ideen, aber wir haben schon mal ein schwarzes Haus zufällig auch mal gesehen und fanden das super interessant, das auch zu machen. Und haben das dann hier auch durchgezogen. Ja, man sieht, es ist jetzt nicht komplett schwarz wie die Fenster, das ist dann ein wirkliches Tiefschwarz. Und das war jetzt das dunkelste Ton eigentlich, der auch möglich war in unserem Bezug. Dunkle Farben natürlich nicht so trivial, weil sie sich aufheizen. Wir haben ja eine monolithische Bauweise, das heißt, die Außenwände sind mit einem Mauerwerksstein gemauert, pur, und dann verputzt. Das heißt, ich habe keine Dämmung, die das Ganze noch irgendwo puffert. Und da hat man mit einem Hersteller eben entwickelt eine sehr dunkle Fassadentönung. Ich habe durch die Putzstruktur natürlich eine andere Oberfläche als jetzt hier so ein Metall von den Alufenstern. Also das Schwarz ist komplett durchgezogen vom Ziegel über die Putzfassade zu den Fenstern, Sonnenschutz, alles, die Bleche, alles ist in Schwarz gehalten. Es ist wichtig, dass man an den Aufbau schaut. Also wir haben hier ein Gewebe mit eingelegt, das einfach die Spannungen in den Putz mit aufnehmen kann. Und dann ist es eine spezielle Farbe, die Zuschlagstoffe hat, die eben diese Spannungen aufnehmen kann, ohne dass eben gleich Risse entstehen. Ja, zu diesem Haus gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen. Für mehr Inspiration schaut doch mal auf der Instagram-Seite der beiden vorbei. Und wenn ihr auch ein spannendes Projekt für uns habt, dann bewerbt euch auf unser Hausbauhelden-Casting. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal, am besten mit Glocke, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr.